Seit der südamerikanischen Reise des Alexander von Humboldt wird diese Welt am Äquator gerühmt. Ecuador ist mit über 283.000 Quadratkilometern vergleichbar mit der Bundesrepublik Deutschland. Die Hauptstadt Quito berührt mit ihren Dächern buchstäblich die Wolken. Sie liegt 2875 Meter hoch. Wo sonst in der Welt sind derart kontrastreiche Klimalandschaften, vulkanische Eisgipfel, Amazonas, Regenwald und tropische Meeresküste so eng zusammengerückt? Ecuador hat außer Humboldt noch viele große Naturforscher angezogen. Doch als ein Schauplatz für archäologische Forschung lag das Land im Schatten von Mexiko und Peru, wo die versunkenen Reiche der Mayas, der Azteken und der Inkas alles Interesse auf sich zogen. Das hat sich geändert, seit man in diesem Andenstaat die wohl weiteste Reise in die Vergangenheit unternehmen kann, die in Altamerika denkbar ist. Einige der verschollenen Kulturen Ecuadors erscheinen uns ebenso reich wie rätselhaft. Auf welche Weise, so fragen wir, ist es den Indianern schon 2500 Jahre vor den Europäern gelungen, Gold mit Platin zu verbinden? Eine zweifelsfreie Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht. Nur dies ist sicher. Sie brauchten keine Astronautengötter und keine Kulturbringer aus Übersee zur Entwicklung ihrer Zivilisation. Unsere Reise zum Ursprung der bisher ältesten Kultur Amerikas beginnt in Berlin in einem Institut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dorthin haben wir eine der frühesten Keramikfiguren Ecuadors gebracht. Wir möchten wissen, wie alt das Fundstück ist. Die Antwort als Fachmann gibt uns Josef Riederer. Das ist der Raum, in dem wir die Thermolumineszenzanalyse durchführen. Die Thermolumineszenzanalyse ist ein Verfahren der physikalischen Altersbestimmung, bei dem wir aus dem Umfang von Strahlungsschäden, die sich in der Keramik vom Augenblick des Brandes bis in unsere Zeit durch die Einwirkung einer radioaktiven Bodenstrahlung angesammelt haben, auf das Alter schließen. Im Einzelnen geht man dabei so vor sich, dass man von der Keramik eine kleine Probe entnimmt, diese Probe auf einer Heizplatte von Zimmertemperatur auf 500 Grad Celsius erhitzt und dabei die Lichtmenge, die die Keramik abgibt, auf einem Schreiber registriert. Aus der Gesamtdosis, die wir auf dem Schreiber ablesen können, lässt sich dann rechnerisch das Alter ableiten. Eine verblüffende Kurve. Das Alter der kleinen Keramikfigur beträgt fast 4000 Jahre. Doch die Zivilisation, die sie geschaffen hat, ist noch älter. Ein kleiner Ort an der Küste Ecuadors. Sein Name hat unter den Archäologen in aller Welt einen ganz besonderen Klang. Valdivia. Hier in den Straßen, Höfen und Hügeln der Umgebung ist jene Dame zu Hause, deren Alter wir in Berlin bestimmt haben. Jahrtausende hat die Erde von Valdivia sie zugedeckt. Venus von Valdivia nennt man die kleine Figur in meiner Hand nach dem schlichten Fischerort hier am Pazifik, wo die Wiege der ältesten Kultur Amerikas entdeckt worden ist. Die kleine Dame hat inzwischen ein Alter erreicht, das Archäologen in helle Aufregung versetzt. In der Archäologie ist Alter sehr gefragt. Und die an Valdivia-Keramik gemessene Zeit von über 5000 Jahren ist schon eine sehr respektable Zahl. Die Feststellung gewinnt nun an Boden, dass Zivilisation in Amerika kaum später begonnen hat als in Europa oder im Alten Orient. Die Einwohner von Valdivia begegnen der Vergangenheit buchstäblich auf Schritt und Tritt. Hier haben sie uns an ein Grab geführt, das beim Hausbau freigelegt worden ist. Noch verheißungsvoller als uns muss der Ort in den 50er Jahren dem Ausgräber Emilio Estrada erschienen sein. Er gilt als Entdecker der Valdivia-Kultur. Damals war die Erde hier für Archäologen noch Neuland. Seit der Ort aber mit der Entdeckung der bisher ältesten Kultur Amerikas zu Ruhm gekommen ist, ist es auch mit der Ruhe vorbei. Forscher und Fernsehteams reisen an. Von heimlichen Schatzgräbern wird der Boden um und umgewühlt. Vermutlich war das Küstenland zur Valdivia-Zeit fruchtbarer, als es heute ist.
Jedenfalls gaben die Menschen hier schon vor über 5000 Jahren ihr Jägerleben auf und pflanzten den ersten Mais. So gut wie heute hat das frühe Korn der Indianer freilich nicht ausgesehen. Erste Hinweise auf einen uralten Feldbau gaben zunächst nur diese Mahlsteine. Als dann ein gewisser Herr Menendez behauptete, die Ziereien auf dieser Scherbe stammten von eingedrückten Maiskörnern, ignorierte ihn die Fachwelt. Dann entdeckte er in einer Scherbe ein halb verbranntes Korn. Eine Sternstunde der Archäologie. Denn dieses Korn hat Geschichte geschrieben. Warum? Weil nun feststeht, dass Feldbaugesellschaften hier vor ähnlich entwickelten Gemeinschaften in Peru und Mexiko gelebt haben. Mit dem Maisbau verbunden war vermutlich ein Fruchtbarkeitskult, als dessen sichtbare Zeugin heute die Venus von Valdivia gilt. Vielleicht hat man die zahllosen, daumengroßen Damen ins Feld gesteckt. Mit ihren üppigen, wohlgescheitelten Haarmähnen könnten sie das erste Abbild des damaligen Menschen sein. Von den primitiven Steinschnitzereien bis zu den charakteristischen Tonfiguren war der Weg sicher weit. Solange die Maisernten an der Küste noch mager waren, blieben die ersten Feldbaugesellschaften stark auf die Ernte von Meeresfrüchten angewiesen. Sie fällt hier üppig aus. Im Humboldt-Strom kann sich eine reiche Nahrungskette aufbauen, an deren Ende der Mensch seinen Nutzen hat. Vor 5000 Jahren fischte er freilich mehr in den Mangroven und viel mühseliger. Dieses Keramikmodell eines Bootes gehört zur Valdivia-Kultur. Ebenso die Harpune. Oder der Angelhaken, dessen Entstehung aus einer Meeresmuschel hier zu sehen ist. Nicht weit von Valdivia entfernt liegt der kleine Ort Real Alto. Wer würde auf diesem bescheidenen Grabungsfeld in seiner Nähe eine archäologische Sensation vermuten? Und doch, genau an dieser Stelle stand schon vor 5000 Jahren die bisher älteste Stadt Amerikas, etwa zeitgleich mit der Gründung von Babylon. Auf der Basis seiner Grabungsergebnisse hat der Archäologe Jorge Marcos ein Modell dieser frühen Siedlung gebaut. Aus den Gemeinsamkeiten viel späterer Zentren mit diesem frühen Ort der Valdivia-Kultur schließen Archäologen heute, die ältesten Tempelstädte sind nicht isoliert voneinander entstanden. Vielleicht kam aus Ecuador die Bauidee, die in Mexiko und Peru zündete. Da ist im Mittelpunkt der Platz, an seinen Rändern stehen überhöht die Tempel. Hoch in den Anden Perus liegen die Tempel von Chavín, wo wir das Grundmuster Ecuadors wiederfinden. Parallelen zieht Federico Kaufmann Deuk. Chavín war keine eigentliche Stadt. Vielmehr, es war ein religiöses Zentrum, das schon vor 3000 Jahren bestand. Die Tempelanlage war Ausdruck der Weltauffassung. Die Menschen errichteten einen zentralen Tempel mit Seitengebäuden, die gemeinsam eine Plaza einfassten. Wenn wir in die Anlage hineingehen, sehen wir zwei Tempel verschiedener Epochen. Schon der alte Tempel, obwohl kleiner, lässt uns eine ausgereifte Baukunst erkennen. Er wurde dann erweitert und später aufgegeben, als ein groß angelegter Neubau entstanden war. Der neue Tempel bewahrte die Hauptelemente der früheren Anlage. Was war das für eine Gesellschaft, die so monumental gebaut hat? Sie war groß und wohl organisiert. Ihre Keramik und ihr virtuoser Steinschnitt sind auch an der Küste verbreitet. Beherrscht wurde sie von Priesterkönigen, deren Befehle an die wallfahrenden Bauern vielleicht magisch aus der Tiefe kamen. Und welche Götter wurden in Chavín verehrt?
Wir kennen sie gut von den Darstellungen, die Bildhauer meisterlich in Obelisken und Steinplatten gearbeitet haben. Da ist ein dämonisches Mischwesen mit dolchartigen Zähnen und dem Gefieder eines Greifvogels. Immer wieder tritt in Skulpturen der Jaguar auf. Ihn hat das Chavin-Volk nicht nur gefürchtet. Er wurde auch als Spender der Kulturpflanzen verehrt und begleitete die Priester in die unsichtbare Welt. Jaguar-Gottheiten spielten zur selben Zeit auch in Mittelamerika eine Rolle. Eine besonders aufregende Entdeckung können wir an dieser Gottheit machen. Das sind die heiligen Muscheln in ihren Händen. Man sagt, die Meeresmuscheln hätten in Chavin das männliche Prinzip Ordnung und das weibliche Prinzip Zerstörung und Erneuerung verkörpert. Uns aber interessiert noch etwas anderes. Diese Muscheln sind vor der Küste Perus gar nicht zu finden, sondern erst nördlich des Golfs von Guayaquil. Waren sie Handelsgut aus Ecuador? Sie waren es und sie sind es noch. Seit alter Zeit rufen diese Hochland-Indianer im Tal des Urubamba und anderswo in Peru mit den Muscheln von der Pazifikküste den Regen auf ihre Felder herab. Als Tochter des Meeres ist die Muschel mit dem ewigen Wasserkreislauf verbunden. Ihre magische Bedeutung, die wir schon in dem 3000 Jahre alten Tempel von Chavin entdeckt haben, mag sich gewandelt haben. Doch sie hat sich über die Jahrtausende erhalten, solange die Indianer ihre Felder und Terrassen bestellen. Magische Bedeutung haben auch bestimmte heilige Pflanzen, zu denen die Kokablätter gehören. Sie sind schon über 4000 Jahre die Vermittler zwischen den Indianern und ihren Göttern. Doch ist der Genuss der kokainhaltigen Blätter in früheren Jahrhunderten allein Sache der Priester gewesen. Die Traumdroge lässt nicht nur dem Geist Flügel wachsen, sie macht den Körper auch weniger empfindlich gegen Hunger, Durst und Kälte. Die Kugel aus der Asche von Kalk oder verbrannten Quinoa-Stängeln erschließt das Alkaloid in den Blattsäften und damit den Schwebezustand zwischen Tag und Traum. Solche Wirkung war den spanischen Eroberern recht. Sie nahmen den Inka-Priestern das Privileg und ließen ihre Bauern Coca kauen, um sie noch bedürfnisloser zu halten. Wie alt indessen die religiöse Tradition ist und wie verbreitet sie war, zeigt mit der charakteristischen Ausbuchtung in der Wange die 4000 Jahre alte Valdivia-Figur. Heilige Pflanzen sind in der indianischen Zivilisation also von Beginn an Wegweiser zu Geistern und Göttern. Auch die Liane Ayahuasca ist eine Drogenpflanze. Sie wächst im tropischen Tiefland. Und hier auf der Westseite der Anden Ecuadors hat auch die alte Tropenwaldkultur der Colorado-Indianer ziemlich unverändert überlebt. Auf ähnliche Weise, wie der Zauberer José die Pflanze Ayahuasca für eine nächtliche Heilungszeremonie vorbereitet, dürften sie auch seine Vorfahren behandelt haben. Stundenlang werden diese zerquetschten Lianenstränge auf dem Feuer kochen, bis der Sud alle Wirkstoffe aufgenommen haben wird. Sie werden dem Medizinmann helfen, sich in ein mächtiges Wesen zu verwandeln oder übernatürliche Helfer zu rufen. Sein anderes Ich kann ihn, wie die Indianer glauben, befähigen, in den Körper eines Patienten zu schauen, als wäre dieser aus Glas. Er kann die Krankheit klar sehen und ihren Verursacher bekämpfen. Der weiße Mann hat für alles eine nüchterne Erklärung, die allein die naturwissenschaftliche Seite sieht. Er schreibt die Träume der Wirkung von Alkaloiden zu, die die Sehnerven beeinflussen. Die Indianer wissen davon nichts. Sie haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Musik.
In der Medizinhütte des Schamanen, der Colorado-Indianer, werden wir nun Zeugen einer langen, langen Heilungszeremonie, die zuerst einer kleinen Patientin gewidmet ist. Die Sitzung am Urwaldrand beginnt, sobald die Dämmerung herabgesunken ist. José eröffnet keine Krankenheilung, ohne sich mit einer Kerze zu bekreuzigen, die er für die Jungfrau Maria ansteckt. Christlich-katholisches in einer heidnischen Zeremonie. Jetzt bereitet José die Kranke vor, indem er überall dorthin magischen Rauch bläst, wo er im Körper den Sitz der Krankheit vermutet, die er bekämpfen will. Denselben psychologischen Zweck erfüllt das rauschende Blattbüschel. Auf Josés Altar entdecken wir als inzwischen gute Bekannte auch die Meeresmuscheln wieder und inmitten von Zaubersteinen und Kerzen die Schale mit dem Sud aus der heiligen Pflanze Ayahuasca. Der Schamane nimmt den Mund voll Zuckerrohrschnaps und sprüht ihn über die Patientin. Das wiederholt er mehrere Male. Schwarze, runde Steine, wie sie José bei dieser Heilung verwendet, hat man übrigens auch in uralten Gräbern gefunden. Diese Zaubersteine spielen hier eine Schlüsselrolle. Mit ihrer Hilfe wird der Schamane die Krankheit aus dem Körper entfernen. Das geschieht, indem er die bösen Geister in den Raum ruft, damit sie die Krankheit abholen. Er selbst treibt die Krankheit aus dem Körper in die Steine. Von hier sollen die Geister sie fortbringen, weit, weit fort. Vielleicht zu einem anderen Opfer. Mithilfe des Tranks aus Ayahuasca ruft der Medizinmann seine Schutzgeister auf. Der Trank zeigt José den Weg zu ihnen. Er stärkt ihn für das Ringen und mobilisiert die magischen Kräfte auch für das Mädchen. Am Ende der Zeremonie wird die Patientin auf ihrem Lager eine lange Reise antreten. Wir wissen nicht, was sie träumen wird. Wir wissen nur, dass der Trank ihr am Morgen mit Gewalt den Darm reinigen wird. Und wir hoffen, dass sie dann geheilt ist. Auch in dieser Nacht in der Medizinhütte des Colorado-Indianers ist das alte Amerika lebendig. Auch deshalb lebendig, weil die kostenaufwendige moderne Medizin jene, die nicht bezahlen können, ohnehin kaum erreicht. Dieser Mann trägt alle Leiden, die einen Menschen in der Indianerwelt treffen können. Er hat einen Buckel und seine Haut ist von bösen Infektionen gezeichnet. Er hat deformierte Ohren und er hat nur ein Auge. Vielleicht hat ein Zauberer vor 3000 Jahren diese Keramik mit all dem Leid beladen, das er von den Lebenden nehmen wollte. Die Figur des Kranken und diese Keramik schuf das hochbegabte Volk von Chorera. Diese Indianer fanden es anscheinend schick, sich den Schädel zu einem ausladenden Hinterhaupt zu deformieren. Das erreichte man durch eine Holzpresse oder durch Bandagen. Man begann damit schon im zarten Alter, solange der Schädel noch formbar war. An diesen beiden Köpfen können wir die Wirkung der Prozedur betrachten. Charakteristisch für viele Figuren der Chorera-Zeit ist auch der rote, helmartige Kopfputz. Das ist er noch immer für die heutigen Colorado-Indianer Ecuadors. Die fetthaltige Farbe dafür gewinnen sie aus der Frucht des Achiote-Strauchs. Die Colorados pflanzen ihn im Dschungelgarten beim Haus. Hm.
Nur der Mann schmiert sich die rote Substanz in den helmartig geschnittenen Haarschopf, der weit über den Ohren ansetzt. Sorgfältig kämmt er sich. Nicht mehr lange und der Kopfputz wird beim Sohn ebenso prachtvoll aussehen wie beim Vater. Das Schönheitsideal hat von den Menschen der Chorera-Zeit anscheinend nicht nur einen deformierten Kopf verlangt, diese Figur fällt auch durch ungewöhnlich dicke Glieder auf. Hat sich eine Oberschicht, die nicht hart arbeiten musste, die Verformung von Haupt und Gliedern geleistet? Wir können das nur vermuten. Dass solche Ornamente auf der bloßen Haut oder der Kleidung mit Stempeln und Keramikrollen aufgedruckt oder aufgetragen worden sind, dafür spricht der reiche Vorrat erhaltener Muster in den Museen von Ecuador. Wir haben uns einen Stempel ausgeliehen und sind damit zu den Indianern gefahren, die gar nicht so weit vom früheren Chorera-Gebiet entfernt wohnen. Für die Colorado-Familie und uns ist die Bemalung eine Spielerei. Immerhin sehen wir, wie hübsch man den Körper damit schmücken kann. Wir haben gesehen, dass in der Gegenwart der Indianer die Vergangenheit noch lebendig ist. Aber auch, wie man mit Bräuchen der Vergangenheit Ausflüge in die Gegenwart unternehmen kann. Diese Indianer haben durch uns einen alten Brauch wiederentdeckt. Von unserem Tonstempel wollten sie sich gar nicht mehr trennen. Wie unter den alten Völkern Ecuadors die Zivilisation Schritt um Schritt an Boden gewann, haben die Archäologen verfolgen können. Mit der Valdivia-Kultur begann die Zivilisation. Der weitere Fortschritt im Lande ist mit dem Ortsnamen Machalilla und dem Namen Chorera verbunden. Überall hier sind charakteristische Figuren und Gefäße gefunden worden, die zeitlich und räumlich zusammenhängen. Auf Valdivia folgt etwa ab 1500 vor Christus die Machalilla-Kultur. Lieblos hingeknetete, kahlköpfige Gestalten mit Kaffeebohnenaugen lösen die hübschen Frauenfiguren von Valdivia ab. Ein Rückfall in primitive Anfänge? Nein. Denn diese Kultur beginnt mit einer neuen Gefäßform, die zu einem Hit im alten Amerika werden soll. Aber erst im Laufe der Zeit kommt es zur handwerklichen Meisterschaft. Gut 500 Jahre brauchen die Menschen wohl dazu, bis sie nach Versuch und Irrtum eine geradezu klassische Keramik herstellen können. Das Ideal der Künstler, die das Erbe von Machalilla übernehmen, wird nicht nur die Abbildung von Pflanze, Tier oder Mensch, sondern deren Verbindung mit der Zweckform verschiedener Gefäße. Die Menschen, die solche Keramik schon 1000 vor Christus zur Vollendung führen, haben wir vorgestellt. Es ist das Chorera-Volk. Chorera-Keramik ist heute noch begehrt. Und unser Meister scheint einer der Erben von Chorera zu sein. Sieht es nicht so aus, als führten ihm die Vorfahren die Hand, damit er in seiner kargen Welt ein besseres Auskommen finde? Er ist freilich nicht allein. Viele Familien in seiner Nachbarschaft sind auf die Nachschöpfung alter Keramik spezialisiert. Denn das Interesse an den schönen Dingen der frühen Zivilisationen hat ihnen schon gute Geschäfte gebracht. So gut verstehen er und seine Nachbarn sich auf die Herstellung der Tonware, dass gar manches nagelneue Stück aus den Werkstätten der Ortschaft La Pila als echt antik in die Vitrinen von Sammlern und Museen kommt. Nicht nur hübsche Formen, auch Klänge müssen in der Indianerwelt von Chorera eine große Rolle gespielt haben. In diese Flasche wurde eine Flöte mit Trillerklang eingebaut. Kippt man die gefüllte Flasche oder gießt das Wasser darin aus,
drückt die Flüssigkeit die Luft durch die Flöte und bringt sie zum Klingen. Die musikalische Übung fasziniert umso mehr, als wir heute wieder die Flötentöne hören können, die schon vor 2,5 Jahrtausenden die Menschen erfreut haben. Dass man sogar Ton und Bild harmonisch verbinden konnte, zeigt die kleine Vogelfigur auf der Flasche. Mit diesem Gefäß hat die Chorera-Meisterschaft einen Höhepunkt erreicht. Es erzählt das Drama eines tödlichen Kampfes zwischen Schlange und Greifvogel. So präzise sind die alten Indianer Ecuadors oft ans Werk gegangen, dass Zoologen heute sicher bestimmen können, welche Tierart auf dem Gefäß dargestellt ist. Hier zum Beispiel die Krabbenart Cangrejo oder Ucides occidentalis. Wurde die Chorera-Keramik schon damals als Exportware gehandelt? Einige Archäologen sagen, Handelsfahrten entlang der Meeresküste seien möglich gewesen. Binsenboote müssen während der Frühzeit Ecuadors schon hoch im Kurs gestanden haben. Diese Keramik zeigt ein Boot mit dem typischen Bug. Lange vor Ankunft der Europäer bauten die Indianer auch seetüchtige Reiseflöße, die ähnlich diesem besegelt waren. Manche Archäologen sehen unsere alten Ecuadorianer als die Phönizier Amerikas. Eine ihrer Handelsrouten könnte in Küstennähe nach Mittelamerika gegangen sein, wo Parallelen zu ihrer typischen Keramik in La Victoria, La Venta und Teotihuacan entdeckt worden sind. Die zweite Route nach Süden erreichte vermutlich die Küste von Peru. Funde in Paracas, Huaca Prieta und Chavín erinnern in diesem Land an Keramik aus der Chorera-Kultur Ecuadors. Ein Arrangement im Museum macht die Parallelen deutlich. Die große Figur wurde in Ecuador geschaffen. Die Figur im Hintergrund entstand später im Teotihuacan in Mexiko. Auch der mexikanische Akrobat im Bildhintergrund hat in Ecuador seinen Vorläufer. Keramik aus Peru zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Chorera-Figuren Ecuadors. Gesichtsschnitt, polierte Bemalung und den Charakterkopf. Von den vielen Kulturen, die an der Küste und im Hochland Ecuadors auf die Chorera-Zeit folgen, haben wir nur wenig genaue Forschungsbefunde, weil nicht viele wissenschaftliche Grabungen unternommen worden sind. So liegen Jahrhunderte bis zur Ankunft der Inka im Dunkel. Ein hochinteressantes Projekt wird nahe der Ortschaft Salango von dem Engländer Presley Norton geleitet. Die Stücke sind schon im Museum. Wir erfahren aber, welche Geschichte sie Norton erzählt haben. Hier graben wir in einem Gelände, in dem früher Spezialisten gewirkt haben. Sie mögen es sogar eine Fabrik nennen, eine Fabrik, die von vier aufeinanderfolgenden Zivilisationen betrieben worden ist. Begonnen wurde sie 800 vor Christus zur Chorera-Zeit. Auf dem Gelände arbeiteten verschiedene Fachleute an der Verwertung von Seemuscheln. Ihre Produkte waren Schmuckketten und Ornamente. Außerdem finden wir im Grabungsfeld eine große Anzahl von Öfen, wo sie zerstoßene Muscheln zu Kalk verarbeitet und Pottasche hergestellt haben. Kalk und Asche benötigten die Coca-Cola, wie wir wissen. Wahrscheinlich wurde das Gut mit dem Hochland gehandelt. Wir haben dort drüben, wo sich eine Lagerstätte für Kalk befand, eine sehr interessante Situation. Die letzte Kultur in der Schichtenfolge begrub sich an der Stelle buchstäblich selbst. 38 Menschen wurden im 16. Jahrhundert nach Christus in einem Massengrab bestattet. An der Tragödie dieser Manteños, wie man sie nennt, waren nicht die Inka-Eroberer schuld, sondern die Spanier. Eingeschleppte Krankheiten zerstörten die Manteño-Kultur. Nicht allein Ende und Anfang der Völker Ecuadors hat man in der Grabung von Salango ablesen können, auch die Entwicklung im Zeitraum dazwischen,
Von wachsenden Gemeinschaften zeugen solche Häuser. Das Menschenbild wandelt sich in der Zeit nach Chorrera auf wahrhaft dramatische Weise. So fremdartig wirken diese Gesichter auch auf die hartnäckigsten Verteidiger einer eigenständigen indianischen Entwicklung, dass sie für die Zeit ab 500 vor Christus Einflüsse aus Übersee nicht mehr von der Hand weisen. Unter den vielen Dingen, die damals geschaffen worden sind, haben manche bis heute Bestand, so die Panflöte. Auch der Vorläufer unseres heutigen Xylophons taucht im frühen Ecuador schon auf. Man nennt dieses Instrument im Museum der Zentralbank von Quito Lithophon, die klingenden Steine also. Von den verblüffenden Leistungen der Altvölker Ecuadors interessiert uns besonders die Kunst der Metallbearbeitung. Zum Glück haben die gierigen Hände der spanischen Eroberer diesen Toten nicht erreicht. So können wir heute eine Baumbestattung betrachten und die reichen goldenen Grabbeigaben am richtigen Platz. Zu seiner Zeit reichten die kulturellen Gemeinsamkeiten über die Grenzen der heutigen Nachbarstaaten Kolumbien und Ecuador hinaus. Die Herstellung von Goldblech und die Relieftechnik beherrschte man hier wie dort. In dieser Werkstatt nutzt man wieder die alten Techniken. Die Form zu dem Relief in Goldblech wurde zuerst in Stein geschnitten. Das sehr dünne Blech hat der junge Handwerker darüber gelegt und nun arbeitet er allmählich das Bild heraus. Auf diese Weise entstanden früher viele identische Goldornamente und Figuren. Ein wenig modernisiert wurde diese Methode. Aber sie gibt doch einen Eindruck von der Goldbearbeitung mit der verlorenen Form. Hier wurde ein uralter Nasenschmuck in weiches Material eingedrückt und erhitztes Wachs in die Form gegossen, um ein Modell zu gewinnen. Sobald das Wachs erstarrt ist, wird das Modell herausgeschält. Der Vergleich mit dem Original zeigt, dass diese Phase der Vervielfältigung gelungen ist. Wir haben das Verfahren verkürzen müssen. Ehe das geschmolzene Gold in diese Tonform gegossen werden kann, ist das Wachsmodell mit dem Ton ummantelt worden. Während der Ton dann durch Brand hart wurde, verflüchtigte sich das Wachs durch Kanäle und ließ die Hohlform zurück. Die Spanier haben die indianische Methode überliefert. Der alte Stich zeigt, wie mit Blasrohren das Feuer für die Goldschmelze angefacht und wie der Tonmantel nach dem Erkalten des Goldes aufgeklopft wird. Genauso macht es der indianische Meister in der Werkstatt in Bogotá. Hier befreit er den neuen Nasenschmuck aus seinem Mantel. Auf welche Weise haben die Indianer Jahrtausende vor uns Gold mit Platin verarbeiten können? Das helle Metall schmilzt erst bei 1773 Grad. Man stellte fest, dass eine Beimischung von geschmolzenem Goldstaub das Platin binden kann. Doch für alle Gold-Platin-Schöpfungen reicht diese Erklärung nicht. Rätselhaft bleibt auch, wie die Indianer das sehr harte Quarzkristall bearbeitet haben. Wir finden Quarzkristalle in wunderschönen Schmuckketten. Wenn wir eine ähnliche Leistung erreichen wollen, müssen wir das Mineral mit modernsten Methoden bearbeiten. Bei jedem normalen Bohrversuch splittert Quarz. In dieser Werkstatt in Bogotá wird daher ein Ultraschallbohrgerät benutzt. Bei einer Vibration mit Ultraschallgeschwindigkeit ist das Loch in 15 Sekunden gebohrt. Die Indianer haben dieselbe Wirkung erzielt, nur wie? Das bleibt die Frage. Augenscheinlich waren die ersten Ecuadorianer vorzügliche Handwerker. Kriegsgewaltige Bauherren eines Imperiums, wie die Azteken oder Inka, aber waren sie nicht. So furchterregend ihre Götter auch auf die Menschen wirkten, sie konnten die Armeen der Inka nicht schrecken. Die Götter versagten den Ecuadorianern schließlich den Schutz. Im Jahre 1493 begannen die Inka in Peru ihren Eroberungskrieg gegen die Nordvölker. Die Festung Inca Pirca ist Zeugnis ihres Sieges.
Er hat ihren Herrscher Huayna Capac 17 Jahre seines Lebens gekostet. Dafür griff er so gründlich in das Leben der Eroberten ein, dass sie bald ihre Identität verloren. 1 Million Indianer lebt heute in Ecuador. Doch wissen wir nicht, ob zum Beispiel die Menschen auf diesem Markt Nachfahren einer jener Zivilisationen sind, die wir auf unserer Entdeckungsreise in die Vergangenheit kennengelernt haben. Die Deportation unruhiger Völker war ein Element der Inka-Politik. Die Sieger schickten ergebene Staatsangehörige in die neu gewonnenen Gebiete und holten Grenzvölker ins Zentrum der Macht nach Peru. Diese Politik zerstörte den Heimatbegriff, den inneren Zusammenhalt und die geschichtliche Erinnerung der eroberten Völker. Im Hochland von Ecuador leben also heute Indianer, deren Vorfahren als Kolonisten aus Peru oder gar Bolivien gekommen sein könnten. Doch woher sie auch stammen mögen, der materielle Besitz der Bergbauern ist von Chile bis Ecuador bescheiden. Ist es immer gewesen. Wie in alter Zeit teilt diese Familie ihre Hütte mit einer großen Schar Meerschweinchen, deren Schicksal der Kochtopf sein wird. Auch die Maisvorräte werden wie früher in den großen Tonkrügen aufbewahrt. 25 Jahre regierten die Inka über Ecuador, das so viele Jahrhunderte eindrucksvoll die Wege der Zivilisation mitbestimmt hatte. Die Inka hatten nicht sehr viele neue handwerkliche Leistungen unter die Völker ihres Imperiums gebracht, doch Vorhandenes hatten sie übernommen und vielfach zur Vollendung geführt. Als die Spanier dann 1531 unter Francisco Pizarro ins Inka-Reich vordrangen, brachten diese weißen Götter keinen Fortschritt, nur Tod, Zerstörung und das Ende für die hochentwickelte Zivilisation. Die Inka-Hauptstadt Cuzco, der Nabel der Indianerwelt, wurde zur leichten Beute der Eroberer, nachdem ihnen der Gottkaiser Atahualpa auf halbem Wege dorthin lebend in die Hände gefallen war. In den Gassen der alten Hauptstadt klingen die Lieder der Indianer noch immer in Quechua, der Staatssprache der Inka. Der blinde Sänger begleitet sich auf einer Harfe, deren Vorbild die Spanier ins Land gebracht haben. Sein Lied wirkt auf uns wie eine Klage über den Verlust der eigenen Kultur. Und wie wenig haben die Europäer die bedeutenden Werke der Indianerkultur respektiert. Ein spanischer Chronist sah Indianer, die im Angesicht des zerstörten Cuzco vor Leid schrien. Sie verachteten die Gegenwart und ersehnten die Vergangenheit. Inka-Vergangenheit. Nicht nur Gold raubten die Spanier, sie zerrütteten auch durch Maßlosigkeit die indianische Wirtschaft. Nur für die begehrten Speisen aus Knochenmark zum Beispiel ließen die neuen Machthaber ganze Lama-Herden abschlachten, deren Wolle ein so wichtiger Rohstoff war. Von der Agonie, in die sie durch die Europäer gestürzt worden ist, hat sich die indianische Zivilisation nicht wieder erholt. Weder hat sie zu einer wirklichen Synthese von eigener und spanischer Kultur gefunden und etwas Neues geformt, noch hat sie erfolgreich am Alten angeknüpft. Was wir auf den Märkten und in den Dörfern von Chile bis Ecuador lediglich beobachtet haben, ist das bescheidene Beharren auf Traditionen, die untrennbar mit dem Wesen und der Seelenwelt der Indianer verbunden sind. So konnten die Eroberer auch überall auf ihrem blutigen Weg das Kreuz des Christentums einpflanzen, weil die Indianer seit jeher tief religiös sind. Unübersehbar ist aber, dass abseits der vom großen Geschäft beherrschten Städte in den Hochtälern der Kordilleren das Zusammengehörigkeitsgefühl der Indianer wächst. Doch darüber kann kein Zweifel herrschen. Wesentliches wird sich kaum ändern. Das neue Kapitel, das in diesen Bergen vor 450 Jahren in der Geschichte Amerikas aufgeschlagen wurde, ist festgeschrieben. Uns bleibt nur das Bedauern darüber. Was hätten die Völker Amerikas für die Menschheit leisten können, wären sie nicht auf so unglückliche Weise von ihrer eigenen Entwicklung abgeschnitten worden.
So gründlich ist das geschehen, dass selbst vieles von ihrem Wissen und Können verloren gegangen ist. Sie brauchten keine weißen Götter. Als weiße Götter, oder was die Indianer dafür hielten, wirklich an den Gestaden Südamerikas landeten, ging mit dem Sonnengott des Inka-Reiches auch die indianische Kultur unter. Die Sitzung am Urwaldrand beginnt, sobald die Dämmerung herabgesunken ist. José eröffnet keine Krankenheilung, ohne sich mit einer Kerze zu bekreuzigen, die er für die Jungfrau Maria ansteckt. Christlich-katholisches in einer heidnischen Zeremonie. Jetzt bereitet José die Kranke vor, indem er überall dorthin magischen Rauch bläst, wo er im Körper den Sitz der Krankheit vermutet, die er bekämpfen will. Denselben psychologischen Zweck erfüllt das rauschende Blattbüschel. Auf Josés Altar entdecken wir als inzwischen gute Bekannte auch die Meeresmuscheln wieder. Und inmitten von Zaubersteinen und Kerzen die Schale mit dem Sud aus der heiligen Pflanze Ayahuasca. Der Schamane nimmt den Mund voll Zuckerrohrschnaps und sprüht ihn über die Patientin. Das wiederholt er mehrere Male. Schwarze, runde Steine, wie sie José bei dieser Heilung verwendet, hat man übrigens auch in uralten Gräbern gefunden. Diese Zaubersteine spielen hier eine Schlüsselrolle. Mit ihrer Hilfe wird der Schamane die Krankheit aus dem Körper entfernen. Das geschieht, indem er die bösen Geister in den Raum ruft, damit sie die Krankheit abholen. Er selbst treibt die Krankheit aus dem Körper in die Steine. Von hier sollen die Geister sie fortbringen, weit, weit fort. Vielleicht zu einem anderen Opfer. Mit Hilfe des Tranks aus Ayahuasca ruft der Medizinmann seine Schutzgeister auf. Der Trank zeigt José den Weg zu ihnen. Er stärkt ihn für das Ringen und mobilisiert die magischen Kräfte auch für das Mädchen. Am Ende der Zeremonie wird die Patientin auf ihrem Lager eine lange Reise antreten. Wir wissen nicht, was sie träumen wird. Wir wissen nur, dass der Trank ihr am Morgen mit Gewalt den Darm reinigen wird. Und wir hoffen, dass sie dann geheilt ist. Auch in dieser Nacht in der Medizinhütte des Colorado-Indianers ist das alte Amerika lebendig. Auch deshalb lebendig, weil die kostenaufwendige moderne Medizin seit der südamerikanischen Reise des Alexander von Humboldt wird diese Welt am Äquator gerühmt.
Ecuador ist mit über 283.000 Quadratkilometern vergleichbar mit der Bundesrepublik Deutschland. Die Hauptstadt Quito berührt mit ihren Dächern buchstäblich die Wolken. Sie liegt 2.875 Meter hoch. Wo sonst in der Welt sind derart kontrastreiche Klimalandschaften, vulkanische Eisgipfel, Amazonas, Regenwald und tropische Meeresküste so eng zusammengerückt? Ecuador hat außer Humboldt noch viele große Naturforscher angezogen. Doch als ein Schauplatz für archäologische Forschung lag das Land im Schatten von Mexiko und Peru, wo die versunkenen Reiche der Mayas, der Azteken und der Inkas alles Interesse auf sich zogen. Das hat sich geändert, seit man in diesem Andenstaat die wohl weiteste Reise in die Vergangenheit unternehmen kann, die in Altamerika denkbar ist. Einige der verschollenen Kulturen Ecuadors erscheinen uns ebenso reich wie rätselhaft. Auf welche Weise, so fragen wir, ist es den Indianern schon 2500 Jahre vor den Europäern gelungen, Gold mit Platin zu verbinden? Eine zweifelsfreie Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht. Nur dies ist sicher. Sie brauchten keine Astronautengötter und keine Kulturbringer aus Übersee zur Entwicklung ihrer Zivilisation. Unsere Reise zum Ursprung der bisher ältesten Kultur Amerikas beginnt in Berlin in einem Institut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dorthin haben wir eine der frühesten Keramikfiguren Ecuadors gebracht. Wir möchten wissen, wie alt das Fundstück ist. Die Antwort als Fachmann gibt uns Josef Briederer. Das ist der Raum, in dem wir die Thermolumineszenzanalyse durchführen. Die Thermolumineszenzanalyse ist ein Verfahren der physikalischen Altersbestimmung, bei dem wir aus dem Umfang von Strahlungsschäden, die sich in der Keramik vom Augenblick des Brandes bis in unsere Zeit durch die Einwirkung einer radioaktiven Bodenstrahlung angesammelt haben, auf das Alter schließen. Im Einzelnen geht man dabei so vor sich, dass man von der Keramik eine kleine Probe entnimmt, diese Probe auf einer Heizplatte von Zimmertemperatur auf 500 Grad Celsius erhitzt und dabei die Lichtmenge, die die Keramik abgibt, auf einem Schreiber registriert. Aus der Gesamtdosis, die wir auf dem Schreiber... Ein Arrangement im Museum macht die Parallelen deutlich. Die große Figur wurde in Ecuador geschaffen. Die Figur im Hintergrund entstand später im Tehuacantal in Mexiko. Auch der mexikanische Akrobat im Bildhintergrund hat in Ecuador seinen Vorläufer. Keramik aus Peru zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Chorrera-Figuren Ecuadors. Gesichtsschnitt, polierte Bemalung und den Charakterkopf. Von den vielen Kulturen, die an der Küste und im Hochland Ecuadors auf die Chorrera-Zeit folgen, haben wir nur wenig genaue Forschungsbefunde, weil nicht viele wissenschaftliche Grabungen unternommen worden sind. So liegen Jahrhunderte bis zur Ankunft der Inka im Dunkel. Ein hochinteressantes Projekt wird nahe der Ortschaft Salango von dem Engländer Presley Norton geleitet. Die Stücke sind schon im Museum. Wir erfahren aber, welche Geschichte sie Norton erzählt haben. Hier graben wir in einem Gelände, in dem früher Spezialisten gewirkt haben. Sie mögen es sogar eine Fabrik nennen, eine Fabrik, die von vier aufeinanderfolgenden Zivilisationen betrieben worden ist. Begonnen wurde sie 800 vor Christus zur Chorrera-Zeit. Auf dem Gelände arbeiteten verschiedene Fachleute an der Verwertung von Seemuscheln. Ihre Produkte waren Schmuckketten und Ornamente. Außerdem finden wir im Grabungsfeld eine große Anzahl von Öfen, wo sie zerstoßene Muscheln zu Kalk verarbeitet und Pottasche hergestellt haben. Kalk und Asche benötigten die Coca-Kauer, wie wir wissen. Wahrscheinlich wurde das gut mit dem Hochland gehandelt. Wir haben dort drüben, wo sich eine Lagerstätte für Kalk befand, eine sehr interessante Situation. Die letzte Kultur in der Schichtenfolge begrub sich an der Stelle buchstäblich selbst. 38 Menschen wurden im 16. Jahrhundert nach Christus in einem Massengrab bestattet. Where they transferred about 38 individuals and then capped it.
An der Tragödie dieser Mantenios, wie man sie nennt, waren nicht die Inka-Eroberer schuld, sondern die Spanier. Eingeschleppte Krankheiten zerstörten die Mantenio-Kultur. Nicht allein Ende und Anfang der Völker Ecuadors hat man in der Grabung von Salango ablesen können, auch die Entwicklung im Zeitraum dazwischen. Von wachsenden Gemeinschaften zeugen solche Häuser. Das Menschenbild wandelt sich in der Zeit nach Chorrera auf wahrhaft dramatische Weise. So fremdartig wirken diese Gesichter auch auf die hartnäckigsten Verteidiger einer eigenständigen indianischen Entwicklung, dass sie für die Zeit ab 500 vor Christus Einflüsse aus Übersee nicht mehr von der Hand weisen. Seit der südamerikanischen Reise des Alexander von Humboldt wird diese Welt am Äquator gerühmt. Ecuador ist mit über 283.000 Quadratkilometern vergleichbar mit der Bundesrepublik Deutschland. Die Hauptstadt Quito berührt mit ihren Dächern buchstäblich die Wolken. Sie liegt 2.875 Meter hoch. Wo sonst in der Welt sind derart kontrastreiche Klimalandschaften, vulkanische Eisgipfel, Amazonas, Regenwald und tropische Meeresküste so eng zusammengerückt? Ecuador hat außer Humboldt noch viele große Naturforscher angezogen. Doch als ein Schauplatz für archäologische Forschung lag das Land im Schatten von Mexiko und Peru, wo die versunkenen Reiche der Mayas, der Azteken und der Inkas alles Interesse auf sich zogen. Das hat sich geändert, seit man in diesem Andenstaat die wohl weiteste Reise in die Vergangenheit unternehmen kann, die in Altamerika denkbar ist. Einige der verschollenen Kulturen Ecuadors erscheinen uns ebenso reich wie rätselhaft. Auf welche Weise, so fragen wir, ist es den Indianern schon 2500 Jahre vor den Europäern gelungen, Gold mit Platin zu verbinden? Eine zweifelsfreie Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht. Nur dies ist sicher. Sie brauchten keine Astronautengötter und keine Kulturbringer aus Übersee zur Entwicklung ihrer Zivilisation. Unsere Reise zum Ursprung der bisher ältesten Kultur Amerikas beginnt in Berlin in einem Institut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dorthin haben wir eine der frühesten Keramikfiguren Ecuadors gebracht. Wir möchten wissen, wie alt das Fundstück ist. Die Antwort als Fachmann gibt uns Josef Briederer. Das ist der Raum, in dem wir die Thermolumineszenzanalyse durchführen. Die Thermolumineszenzanalyse ist ein Verfahren der physikalischen Altersbestimmung, bei dem wir aus dem Umfang von Strahlungsschäden, die sich in der Keramik vom Augenblick des Brandes bis in unsere Zeit durch die Einwirkung einer radioaktiven Bodenstrahlung angesammelt haben, auf das Alter schließen. Im Einzelnen geht man dabei so vor sich, dass man von der Keramik eine kleine Probe entnimmt, diese Probe auf einer Heizplatte von... Ein Arrangement im Museum macht die Parallelen deutlich. Die große Figur wurde in Ecuador geschaffen. Die Figur im Hintergrund entstand später im Tehuacantal in Mexiko. Auch der mexikanische Akrobat im Bildhintergrund hat in Ecuador seinen Vorläufer. Keramik aus Peru zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Chorrera-Figuren Ecuadors. Gesichtsschnitt, polierte Bemalung und den Charakterkopf. Von den vielen Kulturen, die an der Küste und im Hochland Ecuadors auf die Chorrera-Zeit folgen, haben wir nur wenig genaue Forschungsbefunde, weil nicht viele wissenschaftliche Grabungen unternommen worden sind. So liegen Jahrhunderte bis zur Ankunft der Inka im Dunkel. Ein hochinteressantes Projekt wird nahe der Ortschaft Salango von dem Engländer Presley Norton geleitet. Die Stücke sind schon im Museum. Wir erfahren aber, welche Geschichte sie Norton erzählt haben.
Hier graben wir in einem Gelände, in dem früher Spezialisten gewirkt haben. Sie mögen es sogar eine Fabrik nennen, eine Fabrik, die von 4 aufeinanderfolgenden Zivilisationen betrieben worden ist. Begonnen wurde sie 800 vor Christus zur Chorera-Zeit. Auf dem Gelände arbeiteten verschiedene Fachleute an der Verwertung von Seemuscheln. Ihre Produkte waren Schmuckketten und Ornamente. Außerdem finden wir im Grabungsfeld eine große Anzahl von Öfen, wo sie zerstoßene Muscheln zu Kalk verarbeitet und Pottasche hergestellt haben. Kalk und Asche benötigten die Coca-Cola, wie wir wissen. Wahrscheinlich wurde das Gut mit dem Hochland gehandelt. Wir haben dort drüben, wo sich eine Lagerstätte für Kalk befand, eine sehr interessante Situation. Die letzte Kultur in der Schichtenfolge begrub sich an der Stelle buchstäblich selbst. 38 Menschen wurden im 16. Jahrhundert nach Christus in einem Massengrab bestattet. An der Tragödie dieser Mantenhos, wie man sie nennt, waren nicht die Inka-Eroberer schuld, sondern die Spanier. Eingeschleppte Krankheiten zerstörten die Mantenho-Kultur. Nicht allein Ende und Anfang der Völker Ecuadors hat man in der Grabung von Salango ablesen können, auch die Entwicklung im Zeitraum dazwischen. Von wachsenden Gemeinschaften zeugen solche Häuser. Das Menschenbild wandelt sich in der Zeit nach Chorera auf wahrhaft dramatische Weise. So fremdartig wirken diese Gesichter auch auf die hartnäckigsten Verteidiger einer eigenständigen indianischen Entwicklung, dass sie für die Zeit ab 500 Quinoa-Stängeln erschließt, das Alkaloid in den Blattsäften und damit den Schwebezustand zwischen Tag und Traum. Solche Wirkung war den spanischen Eroberern recht. Sie nahmen den Inka-Priestern das Privileg und ließen ihre Bauern Coca kauen, um sie noch bedürfnisloser zu halten. Wie alt indessen die religiöse Tradition ist und wie verbreitet sie war, zeigt mit der charakteristischen Ausbuchtung in der Wange die 4000 Jahre alte Valdivia-Figur. Heilige Pflanzen sind in der indianischen Zivilisation also von Beginn an Wegweiser zu Geistern und Göttern. Auch die Liane Ayahuasca ist eine Drogenpflanze. Sie wächst im tropischen Tiefland. Und hier auf der Westseite der Anden Ecuadors hat auch die alte Tropenwaldkultur der Colorado-Indianer ziemlich unverändert überlebt. Auf ähnliche Weise, wie der Zauberer José die Pflanze Ayahuasca für eine nächtliche Heilungszeremonie vorbereitet, dürften sie auch seine Vorfahren behandelt haben. Stundenlang werden diese zerquetschten Lianenstränge auf dem Feuer kochen, bis der Sud alle Wirkstoffe aufgenommen haben wird. Sie werden dem Medizinmann helfen, sich in ein mächtiges Wesen zu verwandeln oder übernatürliche Helfer zu rufen. Sein anderes Ich kann ihn, wie die Indianer glauben, befähigen, in den Körper eines Patienten zu schauen, als wäre dieser aus Glas. Er kann die Krankheit klar sehen und ihren Verursacher bekämpfen. Der weiße Mann hat für alles eine nüchterne Erklärung, die allein die naturwissenschaftliche Seite sieht. Er schreibt die Träume der Wirkung von Alkaloiden zu, die die Sehnerven beeinflussen. Die Indianer wissen davon nichts. Sie haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz. In der Medizinhütte des Schamanen der Colorado-Indianer werden wir nun Zeugen einer langen, langen Heilungszeremonie, die zuerst einer kleinen Patientin gewidmet ist. Die Sitzung am Urwaldrand beginnt, sobald die Dämmerung herabgesunken ist. José eröffnet keine Krankenheilung, ohne sich mit einer Kerze zu bekreuzigen, die er für die Jungfrau Maria ansteckt. Christlich-Katholisches in einer heidnischen Zeremonie. Jetzt bereitet José und pflanzten den ersten Mais. So gut wie heute hat das frühe Korn der Indianer freilich nicht ausgesehen. Erste Hinweise auf einen uralten Feldbau gaben zunächst nur diese Mahlsteine. Als dann ein gewisser Herr Menendez behauptete,
Die Zierreihen auf dieser Scherbe stammten von eingedrückten Maiskörnern, ignorierte ihn die Fachwelt. Dann entdeckte er in einer Scherbe ein halb verbranntes Korn. Eine Sternstunde der Archäologie, denn dieses Korn hat Geschichte geschrieben. Warum? Weil nun feststeht, dass Feldbaugesellschaften hier vor ähnlich entwickelten Gemeinschaften in Peru und Mexiko gelebt haben. Mit dem Maisbau verbunden war vermutlich ein Fruchtbarkeitskult, als dessen sichtbare Zeugin heute die Venus von Valdivia gilt. Vielleicht hat man die zahllosen, daumengroßen Damen ins Feld gesteckt. Mit ihren üppigen, wohlgescheitelten Haarmähnen könnten sie das erste Abbild des damaligen Menschen sein. Von den primitiven Steinschnitzereien bis zu den charakteristischen Tonfiguren war der Weg sicher weit. Solange die Maisernten an der Küste noch mager waren, blieben die ersten Feldbaugesellschaften stark auf die Ernte von Meeresfrüchten angewiesen. Sie fällt hier üppig aus. Im Humboldtstrom kann sich eine reiche Nahrungskette aufbauen, an deren Ende der Mensch seinen Nutzen hat. Vor 5000 Jahren fischte er freilich mehr in den Mangroven und viel mühseliger. Dieses Keramikmodell eines Bootes gehört zur Valdivia-Kultur. Ebenso die Harpune. Oder der Angelhaken, dessen Entstehung aus einer Meeresmuschel hier zu sehen ist. Nicht weit von Valdivia entfernt liegt der kleine Ort Real Alto. Wer würde auf diesem bescheidenen Grabungsfeld in seiner Nähe eine archäologische Sensation vermuten? Und doch, genau an dieser Stelle stand schon vor 5000 Jahren die bisher älteste Stadt Amerikas, etwa zeitgleich mit der Gründung von Babylon. Auf der Basis seiner Grabungsergebnisse hat der Archäologe Jorge Marcos ein Modell dieser frühen Siedlung gebaut. Aus den Gemeinsamkeiten viel späterer Zentren mit diesem frühen Ort der Valdivia-Kultur schließen Archäologen heute, die ältesten Tempelstädte sind nicht isoliert voneinander entstanden. Ortsnamen Machalilla und dem Namen Chorrera verbunden. Überall hier sind charakteristische Figuren und Gefäße gefunden worden, die zeitlich und räumlich zusammenhängen. Auf Valdivia folgt etwa ab 1500 vor Christus die Machalilla-Kultur. Lieblos hingeknetete, kahlköpfige Gestalten mit Kaffeebohnenaugen lösen die hübschen Frauenfiguren von Valdivia ab. Ein Rückfall in primitive Anfänge? Nein. Denn diese Kultur beginnt mit einer neuen Gefäßform, die zu einem Hit im alten Amerika werden soll. Aber erst im Laufe der Zeit kommt es zur handwerklichen Meisterschaft. Gut 500 Jahre brauchen die Menschen wohl dazu, bis sie nach Versuch und Irrtum eine geradezu klassische Keramik herstellen können. Das Ideal der Künstler, die das Erbe von Machalilla übernehmen, wird nicht nur die Abbildung von Pflanze, Tier oder Mensch, sondern deren Verbindung mit der Zweckform verschiedener Gefäße. Die Menschen, die solche Keramik schon 1000 vor Christus zur Vollendung führen, haben wir vorgestellt. Es ist das Chorrera-Volk. Chorrera-Keramik ist heute noch begehrt. Und unser Meister scheint einer der Erben von Chorrera zu sein. Sieht es nicht so aus, als führten ihm die Vorfahren die Hand, damit er in seiner kargen Welt ein besseres Auskommen finde? Er ist freilich nicht allein. Viele Familien in seiner Nachbarschaft sind auf die Nachschöpfung alter Keramik spezialisiert. Denn das Interesse an den schönen Dingen der frühen Zivilisationen hat ihnen schon gute Geschäfte gebracht. So gut verstehen er und seine Nachbarn sich auf die Herstellung der Tonware, dass gar manches nagelneue Stück aus den Werkstätten der Ortschaft La Pila als echt antik in die Vitrinen von Sammlern und Museen kommt.
Nicht nur hübsche Formen, auch Klänge müssen in der Indianerwelt von Chorera eine große Rolle gespielt haben. In diese Flasche wurde eine Flöte mit Trillerklang eingebaut. Kippt man die gefüllte Flasche oder gießt das Wasser darin aus, drückt die Flüssigkeit die Luft durch die Flöte und bringt sie zum Klingen. Die musikalische Übung fasziniert umso mehr, als wir heute wieder die Flötentöne hören können, die schon vor 2,5 Jahrtausenden die Menschen erfreut haben. Dass man sogar Ton und Bild harmonisch verbinden, ständigen indianischen Entwicklung, dass sie für die Zeit ab 500 vor Christus Einflüsse aus Übersee nicht mehr von der Hand weisen. Unter den vielen Dingen, die damals geschaffen worden sind, haben manche bis heute Bestand, so die Panflöte. Auch der Vorläufer unseres heutigen Xylophons taucht im frühen Ecuador schon auf. Man nennt dieses Instrument im Museum der Zentralbank von Quito Lithophon, die klingenden Steine also. Von den verblüffenden Leistungen der Altvölker Ecuadors interessiert uns besonders die Kunst der Metallbearbeitung. Zum Glück haben die gierigen Hände der spanischen Eroberer diesen Toten nicht erreicht. So können wir heute eine Baumbestattung betrachten und die reichen goldenen Grabbeigaben am richtigen Platz. Zu seiner Zeit reichten die kulturellen Gemeinsamkeiten über die Grenzen der heutigen Nachbarstaaten Kolumbien und Ecuador hinaus. Die Herstellung von Goldblech und die Relieftechnik beherrschte man hier wie dort. In dieser Werkstatt nutzt man wieder die alten Techniken. Die Form zu dem Relief in Goldblech wurde zuerst in Stein geschnitten. Das sehr dünne Blech hat der junge Handwerker darüber gelegt und nun arbeitet er allmählich das Bild heraus. Auf diese Weise entstanden früher viele identische Goldornamente und Figuren. Ein wenig modernisiert wurde diese Methode, aber sie gibt doch einen Eindruck von der Goldbearbeitung mit der verlorenen Form. Hier wurde ein uralter Nasenschmuck in weiches Material eingedrückt und erhitztes Wachs in die Form gegossen, um ein Modell zu gewinnen. Sobald das Wachs erstarrt ist, wird das Modell herausgeschält. Der Vergleich mit dem Original zeigt, dass diese Phase der Vervielfältigung gelungen ist. Wir haben das Verfahren verkürzen müssen. Ehe das geschmolzene Gold in diese Tonform gegossen werden kann, ist das Wachsmodell mit dem Ton ummantelt worden. Während der Ton dann durch Brand hart wurde, verflüchtigte sich das Wachs durch Kanäle und ließ die Hohlform zurück. Die Spanier haben die indianische Methode überliefert. Der alte Stich zeigt, wie mit Blasrohren das Feuer für die Goldschmelze angefacht und wie der Tonmantel nach dem Erkalten des Goldes aufgeklopft wird. Genauso macht es der indianische Meister in der Werkstatt in Bogotá. Hier befreit er den neuen Nasenschmuck aus seinem Mantel. Als die Spanier dann 1531 unter Francisco Pizarro ins Inka-Reich vordrangen, brachten diese weißen Götter keinen Fortschritt. Nur Tod, Zerstörung und das Ende für die hochentwickelte Zivilisation. Die Inka-Hauptstadt Cusco, der Nabel der Indianerwelt, wurde zur leichten Beute der Eroberer, nachdem ihnen der Gottkaiser Atahualpa auf halbem Wege dorthin lebend in die Hände gefallen war. In den Gassen der alten Hauptstadt klingen die Lieder der Indianer noch immer in Quechua, der Staatssprache der Inka. Der blinde Sänger begleitet sich auf einer Harfe, deren Vorbild die Spanier ins Land gebracht haben. Sein Lied wirkt auf uns wie eine Klage über den Verlust der eigenen Kultur. Und wie wenig haben die Europäer die bedeutenden Werke der Indianerkultur respektiert. Ein spanischer Chronist sah Indianer, die im Angesicht des zerstörten Cusco vor Leid schrien. Sie verachteten die Gegenwart und ersehnten die Vergangenheit. Inka-Vergangenheit.
Nicht nur Gold raubten die Spanier, sie zerrütteten auch durch Maßlosigkeit die indianische Wirtschaft. Nur für die begehrten Speisen aus Knochenmark zum Beispiel ließen die neuen Machthaber ganze Lama-Herden abschlachten, deren Wolle ein so wichtiger Rohstoff war. Von der Agonie, in die sie durch die Europäer gestürzt worden ist, hat sich die indianische Zivilisation nicht wieder erholt. Weder hat sie zu einer wirklichen Synthese von eigener und spanischer Kultur gefunden und etwas Neues geformt, noch hat sie erfolgreich am Alten angeknüpft. Was wir auf den Märkten und in den Dörfern von Chile bis Ecuador lediglich beobachtet haben, ist das bescheidene Beharren auf Traditionen, die untrennbar mit dem Wesen und der Seelenwelt der Indianer verbunden sind. So konnten die Eroberer auch überall auf ihrem blutigen Weg das Kreuz des Christentums einpflanzen, weil die Indianer seit jeher tief religiös sind. Unübersehbar ist aber, dass abseits der vom großen Geschäft beherrschten Städte in den Hochtälern der Kordilleren das Zusammengehörigkeitsgefühl der Indianer wächst. Doch darüber kann kein Zweifel herrschen. Wesentliches wird sich kaum ändern. Das neue Kapitel, das in diesen Bergen vor 450 Jahren in der Geschichte Amerikas aufgeschlagen wurde, ist festgeschrieben. Uns bleibt nur das Bedauern darüber. Was hätten die Völker